Die Maklerprovision als ständiger Begleiter beim Abschluss von Makleraufträgen. Wie schafft man die volle Innenprovision umzusetzen? Das ist das Thema für heute, Blogbeitrag 291. Mein Name ist Markus Langenbach. Einfach ist das Thema nicht. Und ich möchte jetzt in den nächsten Minuten noch ein paar grundsätzliche Dinge weiterreichen, wie wir es bis heute geschafft haben. Auch trotz eben der Situation, dass der Wettbewerb da ist und der Verkäufer natürlich eher zurückhaltend ist, was die Maklerprovision angeht, trotzdem einen Weg gefunden zu haben, um eben die volle Innenprovision, also 3% innen, das war ja unser Standard in Bayern, 3% Außenprovision als Geschäftsmodell umzusetzen. Ja, und der Ablauf ist der, dass man einfach im Kopf eine bestimmte Vorgehensweise einfach umsetzen muss, vom Erstkontakt bis zum Abschluss, der letztendlich ein roter Faden auch darstellt für den Verkäufer. Auch wir hatten natürlich grundsätzlich Dialoge, Herausforderungen und man muss auch bestimmte Dinge, weil man sie weiß, dass sie auf einen zukommen, schon im Vorfeld positionieren. Und das ist möglich, wenn man seine Zeitpunkte eben richtig und gut wählt, dass man eben weiß, wann man welches Thema anspricht und wann man eben den Kunden, wenn er beim Ersttermin die Frage stellt, was ist denn bei Ihnen mit der Provision und ich mache gleich einen riesen Ausflug, dann bin ich natürlich zum falschen Zeitpunkt an dem Thema der Provision. Wenn er mir diese Frage stellt bei der Objektbesichtigung, dann kann ich zum Beispiel als Einwandtechnik sagen, Herr Müller, das ist eine ganz wichtige Frage, das Thema Provision. Von daher, wenn es für Sie okay ist, ich mache erstmal in Ruhe die Besichtigung und danach nochmal ganz im Detail das Thema auch Provision. Als eine Option, um erstmal weiterzukommen. Jetzt sind wir aber schon mittendrin in diesem Thema. Lass uns einsteigen ganz am Anfang, eben wenn der Erstkontakt da ist zum Kunden. Und ich habe das mal als V8-Methode definiert, weil es 8 unterschiedliche Hauptschritte sind, die wichtig sind. Ja, der Gesamtauftritt, ich mache es ganz kurz, ist natürlich wichtig, so wie Sie sich repräsentieren wollen als professioneller Immobilienmakler, ist eine Komponente, die nicht zu vernachlässigen ist. Die Psychologie des Verkäufers zu kennen, sich darauf einzustellen, weil wir wissen ja auch, eigentlich sind wir nicht nur Makler, sondern Psychologen und Ärzte, dass wir eben mit vielen Ausnahmesituationen auch zurechtkommen müssen. Auch hier kann man sich verbessern, fortbilden, ausbilden, um auch das Schema eines Kunden besser kennenzulernen, besser greifen zu können. Die Farbenlehre ist vielleicht hier mal ein Stichpunkt. Das sind alles kleine Bausteine, die mir helfen, in den Dialogen mit dem Kunden einfach richtig umzugehen. Konsequente Umsetzung von Vorgehensweisen, Standardprozesse ist ein anderes Wort dafür, aber Vorgehensweise, wann ich welche Frage stelle, zu welchem Zeitpunkt, wann ich den Kunden wieder sehen möchte, ein- oder Zweiterminstrategie ist hier ein Stichpunkt. Wir wollten nie beim Ersttermin einen Auftrag abschließen, weil das Ziel war, erst kennenlernen, wie beim Arzt eben die Diagnose, dann nochmals einen Termin und das Ganze zu besprechen und erst dann eben die Präsentation der Dienstleistungsservices und erst dann auch die Kommunikation, was die Provision angeht. Alles eben so, wie wir es wollen, als Prozess und nicht wie der Kunde möglicherweise in seiner Welt sagt, so hätte er es gerne. Und wir führen ihn eben dahin, um eben das Ziel zu erreichen, was wir wollen, dann mit der Provision. Einwandbehandlung beherrschen, ganz wichtiges Thema natürlich. Thema Provision oder der andere Makler ist günstiger, der andere Makler geht mit einem höheren Preis an den Markt. Das ist zu viel für heute, für den Blogbeitrag, aber das sind alles Bausteine, in dem Fall der V4-Baustein, um eben zu wissen, wo habe ich selbst Verbesserungspotenzial, weil Einwand, Methodik, Behandlung ist natürlich elementar wichtig, um weiterreden zu können. Es ist ja oft einfach eine Situation zu greifen, wo der Kunde denkt, das will ich jetzt sofort wissen. Wenn ich es nicht weiß, will ich nicht weiterreden. Nur dann, wenn Sie eine gute Einwandbehandlung haben, sagt er, okay, verstehe ich, wir können es auch später gerne besprechen und Sie können ganz normal einen roten Faden weitermachen. Die Einsicht in objektspezifische Unterlagen war unsere Maxime, vor Ort beim Kunden natürlich in die Unterlagen einzusehen, auch fachliche Dinge dann greifen zu können. Gerade bei Reihenhäusern zum Beispiel, WEG oder Realteilung, war immer ein wunderbarer Anker, um in diesen Dialog zu kommen, wo der Kunde sagt, oh, hat mich noch keiner gefragt, doch keiner wollte mal ins Grundbuch reinschauen. Ist es überhaupt da? Wenn es da ist, ist es der aktuelle Stand. Wenn es nicht der aktuelle Stand da ist, eben den nächsten Schritt zu gehen führt, den brauchen Sie aber, der ist wichtig, der ist gut, auch im Verkaufsprozess, wir können Ihnen helfen. Wieder ein Baustein eben für das Thema am Ende, wie komme ich zu meiner Provision? Und die Provision, die Übersetzung dafür ist ja, akzeptiert zu werden als der absolute
Profi. Der Profi, der Makler, der am Ende erkannt wird vom Kunden, der wird uns helfen. Der wird uns die Immobilie verkaufen, weil der weiß alles dazu. Und das kostet uns eben in Anführungsstrichen dann auch die Provision, die wir, nachdem wir diesen Ablauf haben kennenlernen können bei dem Makler, jetzt bereit sind, auch zu unterschreiben. Am ersten Tag, in der ersten Minute, wären wir noch nicht bereit dafür gewesen, weil da haben wir diese Information noch nicht gehabt. Deswegen diese ganze Ablaufkette, die eben notwendig ist, um dann das Ziel zu erreichen mit der Provision. Die Ergebnisse kommunizieren zu können. Wir empfehlen hier natürlich eine Präsentation, PowerPoint-Präsentation. Es gibt inzwischen auch andere Tools dafür, um dem Kunden einfach all das, was man kann, was er als Dienstleistung von Ihnen erwarten kann, auch wirklich nachvollziehen kann. Auch das ist ein eigenes Thema, eine Präsentation zu perfektionieren. Präsentation ist nicht gleich Präsentation. Der gleiche Inhalt, komplett anders kommuniziert, komplett anderes Ergebnis. Also auch hier ein Augenmerk drauflegen. Und das sind die Bausteine V6, V7, kommunizieren eben der Präsentation. Der Maklervertrag, dann, wenn es dann soweit kommt, auch idealerweise trotz Widerrufsbelehrung so einfach, so kompakt wie möglich zu machen, um Zeit zu haben, natürlich auch alle wichtigen Themen, wie zum Beispiel die Provision zu besprechen, wo der Kunde die Zeit dafür auch hat und nicht die Zeit hat, um zu sagen, Herr Makler, das sind 4 Seiten, muss ich jetzt erstmal alles durchlesen, bevor ich dann auch unterschreibe. Also auch die Einfachheit des Maklervertrages ist wieder ein Baustein in der Ablaufkette, um zum Zeitpunkt des Abschlusses auch den Fokus auf dem richtigen Thema zu haben und nicht auf einmal auf dem verkehrten, nämlich der Vertrag ist ja viel zu kompliziert. Der Baustein zur Erzielung der Maklerprovision ist ja diese Fachkompetenz, das akzeptiert werden als Makler, der eben sympathisch ist, der schon lange am Markt ist, der ein Netzwerk hat, der einfach das Gesamtpaket liefern kann. Und hier ist einfach gut, natürlich immer up-to-date sein. Wir haben jetzt die Immobilienwertverordnung, die neue Immobilienwertverordnung, wenn man auch hier natürlich kundig ist, wenn man nicht nur eine Immobilienbewertung macht, indem man sagt, ich gebe mal 3 Zahlen ein in ein System, da kommt ein Blatt Papier heraus und das zeige ich dem Kunden, war etwas vereinfacht dargestellt, sondern wenn ich im Dialog auch im Kunden klar machen kann, hey, ich habe da wirklich Ahnung, ich habe es jetzt einfach dargestellt für Sie, aber alles das Thema rund um das Haus, ob das jetzt die Dachformen sind oder wenn Sie über die Heizungstechnik sprechen, hier und da ein paar kleine Stichwörter. Brunil hätte bei dem Boden, wo man sagt, da habe ich das natürlich gesehen, habe bei der Immobilienbewertung das auch nicht vergessen. Kleine Hinweise immer wieder, die einfach dem Kunden zeigen, oh, okay, da sind wir, glaube ich, wirklich an der richtigen Stelle. Also auch das als Baustein für die Innenprovision. Und das sind eben die Dinge, die jetzt in Summe eben dieses Ergebnis ausmachen können für man wird akzeptiert. Im Detail dauert es natürlich etwas länger. Wir haben jetzt in dem Fall sogar ein 2-Tages-Seminar, um diesen Einkaufsprozess wirklich mit den Dialogen, mit den Dokumenten auch genau nochmals zu erklären. Aber ich hoffe trotzdem, dass Sie ein Grundverständnis nochmal mitbekommen, dass man sagen kann, ich bekomme das einfach hin, das klappt bei mir schon immer, weil ich habe es einfach so in mir drin, wie ich das weiter kommuniziere, dann ist es schon gut. Nur das Ziel ist ja idealerweise, die Abschlussquote von 10 Gesprächen auf 10 zu maximieren. Vielleicht schließen sich schon 5 ab. Die sagen, meine Abschlussquote ist 50%. Meine Kunden oder viele Kunden, die bekomme ich über meine Technik schon hin. Vielleicht, wenn Sie bestimmte Dinge nochmal etwas optimieren, sind Sie vielleicht bei 6, 7 oder sogar 80% oder mehr Abschlussquote, wo man sagt, auch sich wieder für neue Dinge öffnen, sich das vielleicht auch mal anzuhören und zu sagen, den Schritt, den mache ich heute etwas anders. Und genau der ist eben manchmal genau der Entscheidende, um wieder ein paar Kunden mehr zu gewinnen. Ja, das war alles das, was ich Ihnen heute mal weiterreichen wollte zu dem Thema Provision, Einkaufsprovision oder Akquise, Einkauf, Umsetzen der Verkäuferprovision beim Kunden. So viel für heute. Ich freue mich schon wieder auf den nächsten Blogbeitrag. Bis dahin, machen Sie es gut. Viel Erfolg, Ihr Markus Langbach.